Sie sind hier, 6. Juli 2018, 21.28 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Ruven Hennens, L., traf im Testspiel Doppel-Urheberrecht Getty Images. Fortuna Düsseldorf macht im Vorfeld des Testspiels ein Magen-Darm-Virus zu schaffen. Doch der Bundesliga-Aufsteiger bezwingt den Sechstligisten am Ende souverän. Fortuna Düsseldorf hat das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung trotz eines grassierenden Magen-Darm-Virus problemlos gewonnen. Der Aufsteiger besiegte am Freitag während des Trainingslagers am Wiesensee im Westerwald Sechstligist Sportfreunde Eisbachtal 9:1, 5:1. Neuzugang Marvin Duksch, 7., 17. Ruven Hennens, 28., 39., Benito Raman, 30., Taylan Duman, 59., Kenan Karaman, 78., 81. und Emir Kujovic, 87. trafen für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. Am Donnerstag hatten 5 Spieler über Magen-Darm-Probleme geklagt, darunter Kapitän Oliver Fink und Torhüter Raphael Wolf, die allesamt am Freitag fehlten. Außerdem ebenfalls erkrankten Alfredo Morales, Carmen Induksch, Karaman, Diego Contento, Ayman Barcock und Kevin Stöger, alle weiteren Neuzugänge zum Einsatz.